Die Pumpjacks bewegten ihre metallenen Rüssel majestätisch auf und ab, jedes Tier in seinem eigenen Rhythmus. Wie riesige Insekten saugten sie gierig das Öl aus dem kargen Boden. Hier war Grandiosität und gleichsam völlige Verlorenheit. Das Ölfeld war wie sie, wie Mick. Der Boden war ausgetrocknet und von der Sonne versenkt, doch an seiner Oberfläche arbeitete der emsige amerikanische Traum gleich einer Gebetsmühle an der Ausschlachtung seiner Bodenschätze. Auf Mick wirkten sie verzweifelt, wie sie unablässig pumpten, ohne dass etwas Sichtbares heraufbefördert wurde. In der Ferne brannte das Gas eines Ölturms. Das hellgelb lodernde Feuer sah in der Luftspiegelung der Sonne unwirklich aus. Mick hielt an und kurbelte das Fenster herunter. Sie zögerte einen Moment, stieg dann aus und lief zwischen den riesigen, metallenen Monstren umher. Der Himmel färbte sich monochrom, Wolken zogen wie Nebel auf und der Boden wurde von einer unruhigen Böe zerweht. Feiner Sand blies ihr ins Gesicht und blieb in den Winkeln ihrer Augen kleben. Am liebsten würde sie hier bleiben und sich zwischen diesen dröhnenden Geistern niederlassen. Sie hatte das Gefühl, dass sie beschützten. Sie breitete ihre Jacke aus, legte sich hin und schloss die Augen. Der Wind wurde unruhiger und stärker und sie bekam Angst. Plötzlich tauchten im Sandsturm die grellen Scheinwerfer eines Pickup-Trucks auf. Mick erschrak. Der Wärter suchte nach ihr. Sie hatte nicht bemerkt, dass sie schon eine halbe Stunde hier verbracht hatte. Er schaltete auf Fernlicht um und als er direkt vor ihr zum Halten kam, sprang er aus dem Wagen. »Was in Gottes Namen machen Sie hier?« Er drückte die Krone seines Cowboyhutes fest auf den gesenkten Kopf. Sein Flanellhemd war vom Sturm eng an den dünnen Körper geheftet. »Okay, los jetzt, kommen Sie, ich bringe Sie zum Sheriff.« »Bitte nicht«, rief Mick. »Ich bin ja nur einmal kurz ausgestiegen.« Sie versuchte, ihre Jacke überzuziehen, aber der zweite Ärmel flog immer wieder nach hinten. Sie zurrte das Revers über ihre rechte Schulter, während der Mann sie am anderen Arm hinter sich herzog. »Steigen Sie ein, verdammt nochmal!« Er öffnete die Beifahrertür des Wagens, schubste sie hinein und knallte die Tür zu. Dann stieg er zu ihr ins Auto. Im Wagen war es vollkommen still. Man konnte keinen Meter weit nach draußen sehen, denn der Sandsturm wirbelte wie rasend über die Steppe. »Ich habe keine Papiere dabei.« »Schlecht für Sie«, sagte er und startete den Motor. »Kann ich Sie aus meinem Auto holen? Sie halten mich wohl für blöd.« Seine ernsten braunen Augen sahen sie prüfend an. Die Haut unter seinen Lidern war von feinen, sandverklebten Fältchen gezeichnet. Sie hielt ihm ihre zittrige Hand entgegen. »Ich heiße Mick.« »Ich auch«, sagte der Cowboy. »Echt?«, rief sie begeistert. »Michael, oder wie?« »Lady, ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen nicht aussteigen. Sie sind ausgestiegen. Ich habe Ihnen auch gesagt, ich bringe Sie zum Sheriff, wenn Sie Mist bauen, und das tue ich jetzt. Aber also versuchen Sie nicht, mich durch Ihr Buddy-Getue umzustimmen. Sie sehen doch sowieso nichts bei dem Sturm.« Er schob den Hut in den Nacken, es schien eine Art Cowboy-Tick zu sein, dann blickte er sie resolut an. »Sie halten sich wohl für besonders schlau, was?« »Keineswegs, aber...« »Wenn Sie mich zum Sheriff bringen, muss ich dem ja sagen, dass Sie mich reingelassen haben.« Er nickte zerstreut, murmelte vor sich hin und schaute durch die trübe Windschutzscheibe. Dann stellte er den Motor ab und drehte sich zu ihr. »Was machen Sie eigentlich hier, wenn ich fragen darf? Sie meinen hier an diesem Ort oder in diesem Land?« »Beides. Ich sehe mir Amerika an. Und was sehen Sie? Schönes, Erschreckendes? Sie sind ein merkwürdiges Mädchen. Schon gehört.« Er öffnete das Handschuhfach und nahm eine Schachtel Marlboro heraus. »Wusste ich doch, dass Sie der Marlboro-Mann sind.« Jetzt grinste er und erwiderte, »sehr merkwürdig sogar. In dem Moment, als Sie kamen, habe ich mir vorgestellt, ein Okie in der Dust Bowl zu sein, und dann fiel mir dieser Woody Guthrie-Song ein. Er heißt Okie, kennen Sie ihn?« »Nope«, sein Feuerzeug klickte, während draußen ein Windstoß den Wagen zum Schütteln brachte. »Meine Eltern waren Okies«, sagte er. »Sie kamen von Elk City.« »Waren Sie mal dort?« »Allerdings. Der eisige Wind weht immer noch über die Great Plains. Durch ihre Unwissenheit haben die Farmer damals mit ihrem ehrgeizigen Schaffen die gesamte Gegend in eine Sandwüste verwandelt. Für mehr als 7 Jahre waren die Plains ein staubiges Drama biblischen Ausmaßes.« Er zog an seiner Zigarette. »Erst kamen die Sandstürme, dann die Heuschrecken. Wie in der Bibel.« »Und deshalb gingen Ihre Eltern nach Bakersfield?« »Yes, ma'am. Sie wollten nach L.A., aber so weit kamen sie nicht, zum Glück.
Der Ölboom verschaffte meinem Dad einen Job hier im Kern County. Ein dreckiger Job, aber es war immerhin ein Job. Und Elk City? Da bin ich geboren. Schlimmer Ort. Gangland. Die Innenstadt ist nett, ein paar kleine Läden, ein Museum, aber der Gürtel, Gangland. Der Horror findet dort 2 Blocks fern vom Alltag statt. Ist es hier denn anders? Hier haben wir ein anderes Problem. Drogen. Er schnippte seine Asche in eine leere Cola-Dose, die er aus dem Fußraum des Wagens holte. Die Ölarbeiter bekommen Schmerzmittel, Opioide. Der Job ist hart, sie fangen an, härteres Zeug zu nehmen, bleiben drauf hängen. Ich habe sie gesehen, auf der Main Street. Er zuckte mit den Schultern. Kann mir nicht passieren, ich habe Familie. Sie schwiegen eine Weile und schauten in den gelben Nebel. Wieso schafft Ihre Regierung es nicht, den unkontrollierten Einwandererstrom fernzuhalten? Haben Sie keine Polizei? Fragte er. Doch, und haben die keine Waffen? Man kann doch nicht alle Leute einfach reinlassen. Machte Mick. Sie glauben, Waffen wären da das ideale Mittel? Als Abschreckung ja. Manchmal muss wohl auch der eine oder andere Schuss fallen, damit die zur Vernunft kommen. Er ließ den glühenden Zigarettenstummel in die Dose fallen, dass es zischte. Gehört zur Grundfreiheit des amerikanischen Bürgers, das Recht, Waffen zu besitzen. Ach so? Haben Sie noch nie mit einer Waffe geschossen? Nein, erwiderte Mick. Haben Sie denn eine? Eine Walther P-38, gutes Stück. Deutsch übrigens. Ohne zu zögern, griff er an seine rechte Hüfte. Ach, lassen Sie sie doch stecken. Mein Sohn hat ein Sturmgewehr, verkündete er stolz. Haben Sie keine Angst, dass er damit Unfug anstellt? Nein, ich bin eher froh, dass deswegen niemand mit ihm Unfug anstellt. Verstehe ich nicht. Sobald er die hat, kann doch auch jemand anders sie gegen ihn verwenden. Er schüttelte verständnislos den Kopf. Ich bin der Meinung, die Bürgerwehr sollte immer bestehen bleiben. Am Ende, wenn alles ins Wanken gerät, kämpft hier jeder für sich selbst. Waren Sie noch nie auf einem Schießplatz? Nein, sagte Mick. Sollten Sie mal ausprobieren. Danke, ich kann darauf verzichten. Sie haben Angst, Teil davon zu werden, was? Sie zuckte ratlos mit den Schultern. Glauben Sie mir, es gibt einem das Gefühl von Erhabenheit. Das Wissen darum, dass Sie eine Person aus etlichen Metern einfach umpusten können. Seine Augen bekamen einen eifrigen Glanz. Sie verstand ihn nicht, verstand die Zusammenhänge nicht, die ihm offenbar logisch erschienen. Wenn die Kojoten Fangzähne haben, werde ich doch nicht mit den Händen in den Taschen und einer weißen Fahne im Arm auf sie zulaufen, oder? Nein, erwiderte sie, doch sie wusste, dass er sich irrte. Wusste es ganz genau und diese unüberbrückbare Schlucht zwischen ihnen verstörte sie. Lady, vielleicht kennen Sie in Deutschland die Angst nicht? Vielleicht. Dann beneide ich Sie. Ja, vielleicht sollten Sie das. Der Cowboy schaute Mick an und blickte dann geradeaus durch die Windschutzscheibe. Der Sturm hatte sich gelegt und man konnte die Umrisse der Ölpumpen wieder erkennen. Mick war ein netter Mann, kein Wilder, und er ließ sie gehen. Der Cowboy namens Mick war Familienvater mit einem anständigen Job, einem guten Einkommen und vielleicht einem Haus mit Garten. Möglicherweise versuchte er seit Jahren erfolglos Bougainvilleen und Rosen in seinem luftverpesteten, fracking-verseuchten Garten zu züchten. Oder er veranstaltete wochenends für seine Kollegen ein Barbecue im Hinterhof zwischen den kümmerlichen braunen Palmen. Doch er blieb vernünftig und er behielt die Kontrolle. Es war vielleicht das Einzige, das ihm ein Gefühl von Sicherheit gab in dieser dreckigen Steppe, die durchzogen war von pumpenden Metallrüsseln, opioidabhängigen Ex-Ölarbeitern und der Sorge um die Zukunft seiner Kinder. Sie hatte Respekt vor dem Mann und seinen Entscheidungen, auch wenn es nicht ihre waren. Mick wäre sich lächerlich vorgekommen, ihm gegenüber von der moralischen Verwerflichkeit des Frackings und dem Besitz von Waffen zu schwadronieren. Als sie sich verabschiedeten, rief er ihr hinterher, »Gehen Sie mal auf einen Schießplatz. Es gibt einen in Bakersfield. Schießen Sie. Ist ein befreiendes Gefühl.« Sie nickte, winkte ihm zu, stieg in ihren Lincoln und fuhr immer den Rücklichtern seines Trucks folgend am gläsernen Wärterhäuschen vorbei auf die Kern Road zu, die sie zurück ins Hotel brachte. Der Sturm war mittlerweile verebbt, aber die Luft war immer noch sehr schlecht. Sie betrat den Fahrstuhl des Hotels, drückte die 8 und heiße Tränen schossen ihr in die Augen, die sie hektisch fortwischte. Sie wollte keine Angst haben und sie wollte nicht, dass die Welt so war. Alles, was schön war, war vergangen. Die wirkliche Schönheit war tot. Das übrig gebliebene Bild dieses Nachmittags war ihr Geheimnis. Ein Zartgefühl für diesen Cowboy.
Sie dachte an die feinen Fältchen und den klaren Blick seiner Augen und stellte sich vor, wie er am Grill stand und die Steaks wendete, während seine Frau stolz die Gäste durch das Haus führte und den Kindern die liebenden Hände auf die blonden Scheitel legte. Mick wischte dieses Bild fort, denn der Anblick der effizient schnurrenden Mechanik einer zielgerichteten Walter P38 legte sich darüber wie ein vom Himmel fallender Amboss.